Servus, herzlich willkommen bei Bock auf Holz. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, wir schauen uns heute gemeinsam die Attica BS205-2 an. Das heißt, ich packe sie mit euch aus, baue sie gemeinsam auf. Da schauen wir schon mal an, was uns auffällt, was uns vielleicht gefällt, nicht gefällt. Dann werden wir natürlich das Ganze auch mal ein bisschen testen. Das heißt, ich werde ein bisschen Asche noch aushobeln und dann trennen wir das auf und schauen einfach mal, was passiert. Wahrscheinlich werde ich die Maschine noch nicht perfekt eingestellt haben, also da wird mit Sicherheit noch ein bisschen Optimierungspotenzial sein und wir gehen auch ein bisschen auf die technischen Daten ein. Aber jetzt würde ich mal sagen, packen wir sie erst auch mal aus. Den Schiebestecken, den brauchen wir dann doch vielleicht noch. Da steht jetzt das gute Stück. Schauen wir uns einfach mal an, was alles im Lieferumfang dabei ist. Natürlich einmal der Schiebestock, dann haben wir die Bandsäge selbst. Natürlich ist auch schon ein Band dabei. Das ist in dem Fall schon drin, weil ich sie ja gebraucht gekauft habe. Dazu kommt natürlich noch ein Queranschlag, ein Längsanschlag, die ganze Tischplatte und noch eine Skala und ein bisschen Werkzeug, um das Ganze montieren zu können. Und wie wir das Ganze jetzt montieren und aufbauen, schauen wir uns gemeinsam an. Als erstes wollen wir uns ja einmal den Auflagetisch anbauen. Sollte bei euch das Ganze hier herabgesetzt sein, hier einmal lösen. Dann könnt ihr den Sägearm oder die Sägeführung nach oben drehen und dann auch wieder fixieren. Damit wir das Ganze, den ganzen Tisch aufspannen können, haben wir hier quasi unsere Anzeigenadel, hier unsere Anzeige. Das heißt, das Ganze müssen wir hier einmal kurz abschrauben. Sollte es bei euch, wenn ihr sie neu kauft, vormontiert sein, dann wisst ihr da Bescheid. So, dann können wir hier vorsichtig das Ganze drüber stecken, hier drauf stecken. Und dann auch wieder fixieren. Dann geht es hier hinten weiter. Da können wir jetzt dann unsere Skala aufstecken. Wir werden hier einmal durch die zwei Sternengriffe festgezogen. Und zusätzlich können wir hier in der Mitte auch nochmal eine M6-Schraube montieren, die das Ganze nochmal zusätzlich festhält. Das dann nachher einfach den beigelegten Gabelschlüssel unten festziehen. Und dann sitzt das stabil dran und darauf können wir dann unseren Längsanschlag einsetzen. Der wird einfach nach oben in die Schiene eingefügt und über den Hebel fixiert er sich und hält eigentlich erstaunlich gut. Als letztes Bauteil bleibt noch der Queranschlag übrig. Den können wir einmal kurz in seine Laufschiene einführen. Na, dann wieder rein. Und okay, das glaube ich überrascht jetzt keinen, dass der ein bisschen mehr Spiel hat, also haben sollte. Aber sind wir mal fair, die Maschine ist jetzt bei einer Preisklasse von 114 Euro neu unterwegs. Ich habe sie jetzt 80 Euro gebraucht gekauft. Also ich denke mal, ist das schon relativ fair. Jetzt schauen wir mal, wie gut alles quasi parallel bzw. rechtwinklig ist und stellen es gegebenenfalls ein und schauen uns natürlich auch an, wie wir das Ganze einstellen können. Schauen wir uns erstmal, wie parallel unser Paralleleanschlag ist und ich hoffe, die Kamera fängt es ein, aber man sieht, hier sind wir bei der Rifflung quasi vorne nahezu anliegend und hier hinten haben wir gut 2-3 mm Luft. Also da müssen wir auf jeden Fall einstellen. Ich habe da oben schon mal reingeschaut, da sind auch kleine Imbus- oder Madenschrauben verbaut, also das heißt, da sollte man das Ganze hoffentlich einstellen können. Das probieren wir jetzt einfach gleich mal direkt aus. Wir haben hier hinten jetzt mal die Plastikkappe weggenommen. Hier haben wir dann auch 4 kleine Schrauben zum Einstellen. Die werden wir jetzt einfach mal ein bisschen lockern. Schauen wir mal, ob wir da genug Spiel rauskriegen. Das sollte machbar sein. So schaut es doch eigentlich schon ganz gut aus. Dann ziehen wir sie über Kreuz mal wieder an. Also wenn wir uns das von der zuvor anschauen, dann sind wir jetzt hier nahezu parallel. Das soll mir reichen, also ein bisschen Spiel hat der Anschlag sowieso. Aber das ist jetzt mal, finde ich, für die Preisklasse vollkommen ausreichend. War jetzt auch sehr einfach zum Einstellen. Also, das passt. Dann wollen wir mal schauen, wie rechtwinklig unser Tisch zum Sägeblatt ist. Und da schaut es nicht ganz so rosig aus. Da haben wir definitiv noch ein wenig Luft. Allerdings, ich kann den Tisch tatsächlich nicht mal mehr rüber neigen, wie ich es denn bräuchte. Weil, Moment, ich fahre euch mal kurz ein bisschen runter. Hier dieser Fußnupsi aber eigentlich schon aufsteht, also da ist nicht mehr viel Luft, dass es funktioniert. Dementsprechend werden wir den jetzt einfach mal hier ganz kurz durch diese Schraube austauschen. So, die Schraube ist jetzt mal bis zum Anschlag drinnen. Dann probieren wir das Ganze nochmal aus. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Da haben wir jetzt hier unten sogar einen Schlitz, das heißt, wir haben genügend Luft, das Ganze einzustellen. Dementsprechend werden wir jetzt den Tisch einfach mal einstellen, sodass das Ganze rechtwinklig ist. So, unseren Tisch haben wir jetzt eingestellt. Dementsprechend ziehen wir jetzt auch hier unsere Fixierungsschreiben unten richtig gut fest. Dann können wir uns die jetzt rausdrehen.
Und dann hier oben kontern. Dann prüfen wir jetzt nochmal die 90 Grad. Das passt. Dann schauen wir jetzt die Wiederholgenauigkeit an, wenn wir das Ganze lösen. Also Außenwinkel raus, wieder zurück, fixieren das Ganze. Und haben hier auch wieder sauber unsere 90 Grad. Also auch das funktioniert an der Maschine erstaunlich gut. Das ist doch schön. Also eigentlich haben wir alles eingerichtet. Ich würde mal sagen, dann will ich mit euch aber noch ganz fix ein Band wechseln. Ich habe es noch nie gemacht, dementsprechend wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen unprofessionell ausschauen. Aber wir machen jetzt einmal hier oben auf. Na, du auch. Dann natürlich auch die untere Hälfte des Kastens. Dann haben sie in der Anleitung gesagt, dass man einmal die Bandführung ganz nach unten absenken soll. So, das hätten wir gemacht. Dann hier oben am Knauf die Bandspannung lösen. Das haben wir auch. Da löst sich schon unser Band. Dann sollten wir das jetzt eigentlich recht gut abstreifen können. Hier unten kriegen wir es auch raus. Dann müssen wir anscheinend hier den Anschlag noch einmal abmontieren. Das haben wir auch gleich gemacht. Gut, macht natürlich mehr Sinn, wenn das Sägeband nicht gerade in der Nähe ist. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Bleibst du da, du Beilagscheibe? Ach gut. Die finden wir später wieder. Dann noch hier unsere Maßeinheit abnehmen. Damit kriegen wir das Band runter. Dann behaupten wir, das Sägeblatt wäre jetzt unser neues, frisches Sägeblatt. Also einmal hier wieder durch diesen Ritz geführt. Oben auf die Rolle gelegt. Hier einmal durchgeführt. Und hier unten auf die untere Rolle gelegt. Der schaut weiter gut aus. Dann das Band verhältnismäßig mittig auf die Rollen auflegen. Das sollten wir jetzt auch geschafft haben. Dann erhöhen wir einmal die Bandspannung. Kontrollieren wir nochmal zwischen den zwei Führungspins mal. Da sind wir durch die zwei Führungspins. Das schaut doch alles ganz gut aus. Hört sich jetzt auch erstmal recht gut an. Dann machen wir die Klappen zu. Nehmen die Bandführung wieder ein kleines Stück rum. Wie gesagt, schmeißen wir sie mal an und schauen, was passiert. Das läuft auch schon mal wieder ganz gut. Dann können wir hier den Anschlag wieder anmontieren. Einmal fixieren. Da der jetzt mit den zwei Sternschrauben auch ganz gut hält. Mal schauen, ob ich die Schraube dann immer mal drin lasse oder ob ich die dann irgendwann mal vielleicht sogar loswerde. Die Schraube bekommt von mir jetzt gleich eine Flügelmutter unten verpasst. Hoffen wir mal, dass die reinpasst. Wunderbar, die hat Platz. Dann können wir die auch gleich per Hand anziehen. Auch ein Stück besser. Dann würde ich mal sagen, Anschlag drauf, beziehungsweise den Anschlag. Und dann machen wir unseren ersten Testschnitt. Bevor wir den ersten Testschnitt machen, habe ich natürlich noch meine Absaugung angeschlossen. Was da jetzt echt praktisch ist, ist, dass der Anschlussstutzen hier einen 40er Außendurchmesser hat. Das heißt, ich konnte hier auf mein 50er Maß relativ schnell mit den HD-Rohren adaptieren. Das ist natürlich recht angenehm. Generell schauen wir uns vielleicht noch mal kurz das technische Merkdatenblatt an, was sie so mit sich bringt. Sie bringt 250 Watt Leistung mit, 50 Hertz ganz normal, 230 Volt, hat eine Leerlaufzahl von 1400 Umdrehungen pro Minute, finde ich ganz gut, muss mit 10 Ampere abgesichert werden, bringt eine Schnittgeschwindigkeit von 900 Metern pro Minute mit, also hört sich jetzt erstmal nicht verkehrt an. Bänder können zwischen 6 bis 13 mm verbaut werden. Was haben wir noch? Sägebandrollen haben 250 mm Durchmesser, haben 30x30er Tisch, können von 0 bis 45 Grad neigen. Schnitthöhe sind bei 90 Grad maximal 80 mm. Also da werden wir hier ein bisschen was abschneiden und dann den einmal auftrennen und hier einmal die 70 direkt versuchen aufzutrennen. Und dann sehen wir auch, wie sie sich verhält bei Hartholz und Weichholz. Ja, und dann Absaugung 40 haben wir gehabt. Lautstärke ist sie irgendwo zwischen 77 bis 90 Dezibel. Also ich würde mal sagen, ganz gut. Bringt ein Gewicht von 16 Kilo mit. Ist natürlich angenehm als, wie heißt es immer so schön, Benchtop-Maschine. Ah, jetzt würde ich sagen, haben wir genug gequatscht, genug Daten angeschaut. Jetzt schneiden wir endlich mal mit der Maschine. Was fangen wir an?
gleich mit einem dicken Fichtenbrügel oder machen wir mit ein bisschen Esche? Ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Esche. Dann stellen wir uns einmal hier die Höhe ein. Da ist es angegeben, dass das Ganze so grob 3 mm drüber schweben soll. Dann machen wir das mal. Schaut auch gut aus. Ziehen wir es wieder fest. Generell zu der Einstellung jetzt, wie man hier das Band alles einstellt, habe ich nichts dazu gemacht. Das ist einfach eine Friemelarbeit. Sind hier nur durch Stifte gemacht. Das muss man halt öffnen, einstellen. Aber das hat mein Vorbesitzer sehr, sehr gut gemacht. Deswegen will ich da jetzt gar nichts dran rumfuschen. Dann hätte ich gesagt, machen wir unseren Anschlag gerade so hin, dass wir da sauber dran geführt sind. Also, so. Und dann schmeißen wir das ganze Ding mal an und sägen los. Ja, da stecken wir jetzt schon fest. Also bei einer Schnittbreite, zumindest in irgendeiner Skala trauen dürfen, von 3,5 cm, 45 Dings, stecken wir fest. Wie wir sehen, der Schnitt ist auch verlaufen, also da hat sich das Ganze dann doch verspannt. Gut, sind wir mal ehrlich, es ist ja auch was Kleines. Jetzt probieren wir einfach spaßhalber wirklich nochmal aus, was passiert, wenn wir jetzt auf die volle Höhe gehen und Fichte durchschneiden. Aber ich habe da wahrscheinlich auch das Gefühl, dass dann die 250 Watt nicht ganz ausreichen werden. Aber sind wir mal ehrlich, es ist eine kleine Bandsäge, die ist mit Sicherheit eher dazu gedacht, dass man kleinere, feinere Sachen macht. Aber trotzdem, ich mag die jetzt mal testen. Gleiches Spielchen wie davor. Mal schauen, ob sie das Ganze hier schafft. Da können wir hier die Führung noch ein bisschen runtergeben. Bandspannung passt eigentlich. Also probieren wir es nochmal aus. Also hier sind wir echt weit gekommen. Die ging auch anfänglich richtig gut. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich so ein bisschen Druck drauf gebe, die dreht sich hier wahnsinnig leicht auf den Tisch, Standtisch. Also sie hat ja auch hier ein paar Schraubenlöcher. Ich würde mal sagen, da werde ich mir nochmal eine Arretierung bauen und eine Platte, dass ich die wahrscheinlich gut aufstellen kann. Gummifüßchen waren jetzt keine dabei. Das wäre natürlich auch noch eine Option, dass wir das Ganze hier mit Gummifüßchen ausstopfen. Dann wird die wahrscheinlich auch ein bisschen besser auf dem Tisch stehen. Aber trotzdem sind wir echt weit gekommen. Der Schnitt ist wieder ein bisschen verlaufen, aber nicht allzu weit. Also beim Eintritt immer geht es ein bisschen schief raus. Aber dann passt es. Also trotzdem würde ich sagen, durch einen 70er Block Fichte echt weit gekommen. Und ich denke mal, wenn sich das Ganze jetzt nicht verlaufen hätte und ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Bandsägenerfahrung habe, würden wir da ganz gut durchkommen. Jetzt suchen wir der Bandsäge trotzdem mal etwas, wo sie wirklich damit schneiden kann. Und dann machen wir nochmal einen Testschnitt. Aber ich glaube, da wird sie mit Bravour bestehen. Also ich schaue nochmal mit der Restholzkiste, was ich finde. Und dann machen wir noch einen Schnitt. So, hier habe ich noch ein bisschen Nuss gefunden. Da werden wir uns jetzt einfach auch nochmal einen kleinen Streifen abschneiden. Also bringen wir das Ganze runter. Die Bandführung wieder runter. Auch hier, das ist verhältnismäßig wackelig, aber wenn man es dann anzieht, passt es eigentlich wieder recht gut. Innen drin habe ich schon geschaut, ist das Ganze aus Plastik. Also muss man auch mal schauen, wie langlebig das ist. Also wie gesagt, probieren wir einfach nochmal einen Schnitt aus und dann ziehen wir unser erstes Fazit. Na, schaut's her. Also das Nussstückel, das hat jetzt eine Stärke von 25 habt, ist jetzt butterweich durchgegangen, muss ich wirklich sagen. Der Schnitt ging richtig schön. Und auch wenn wir uns hier das Schnittbild anschauen, das ist echt in Ordnung. Ein, zwei Hobelzüge und das schaut richtig gut aus. Also ich würde mal sagen, zum Einstieg ist sie, glaube ich, gar nicht so schlecht. Natürlich werde ich es jetzt mit weiteren Projekten testen, was sie alles kann. Dass ich jetzt bei den dicken Brüdeln nicht ganz durchgekommen bin, das habe ich fast gedacht. Aber man muss es ausprobieren. Ne? Manchmal überraschen einen auch solche Maschinen doch. Vom Einstellen her bin ich mehr als zufrieden. Also ich habe den Parallelanschlag relativ einfach
gut einstellen können, habe auch den Tisch gut einstellen können. Das Einzige, was man merkt, also ja, ein bisschen wackelig ist er. Natürlich mit den 16 Kilo, was er als Eigengewicht mitbringt, steht es jetzt nicht so fest. Aber ich würde mal sagen, wenn ich mir da jetzt nochmal eine Grundplatte mache, wo ich sie festschraube, das dann hier sauber an den Tisch quasi festspannen, überzwingen, dann ist es überhaupt kein Problem. Vielleicht baue ich hier auch noch einen eigenen Unterstand, dann ist sie da auch fest verschraubt. Also das passt. Das Einzige, wo ich jetzt für mich wahrscheinlich anders machen würde, aber das ist natürlich für jeden selbst überlassen. Eppala. Da ist die Absagung davon. Ist hier dieser Mechanismus. Also ich finde das natürlich mit den sofort aus natürlich super cool. Draufhauen ist aus, alles gesichert. Ich persönlich mag es nicht. Ich denke mir, ich werde das wahrscheinlich dann vorsichtig demontieren, dass ich einfach nur die zwei Knöpfe habe. Mir reicht das persönlich. Ihr müsst natürlich wissen, wie ihr das macht. Ja, Schiebestock ist dabei. Der funktioniert auch gut. Hat hier seine Schraube zum Aufbewahren. Natürlich nachher jetzt die Bandspannung wieder lösen. Und ansonsten, ja, also ich muss sagen, für 80 Euro zum Einstieg eine kleine Bandsäge bin ich mehr als zufrieden. Schauen wir uns noch an, wie gut die Absaugung gearbeitet hat. Dafür machen wir hier und hier einmal kurz auf. Da ist auch hier passend so ein kleiner Schraubenzieher dabei. Also hier oben ist verhältnismäßig wenig Staub zu sehen. Gut, das ist jetzt der Vorteil bei Nuss. Also hier in der Ecke haben wir ein bisschen was, hier noch drin, hier ein bisschen was, aber das geht. Auf dem Tisch ist doch verhältnismäßig viel für den Schnitt jetzt. Und hier unten, ja, aber es geht. Also ich muss sagen, für das, was man geschnitten hat, es geht. Die Absaugung könnte mit Sicherheit ein bisschen besser sein. Aber sind wir auch mal wieder ehrlich, ich meine, die Maschine kostet neu 114 Euro. Also dafür mehr als fair. Ich bin froh, dass ich sie mir gekauft habe. Die nächsten Projekte werden dann zeigen, ob die Maschine das leisten kann, wofür ich sie mir vorgestellt habe. Oder ob man dann vielleicht doch nochmal eine zweite Bandsäge brauchen, eine ein bisschen größere und stärkere, die dann eben solche Sachen auftrennen kann. Aber sind wir mal ehrlich, es ist auch nicht verkehrt, zwei Bandsägen zusammen. Eine kleine feine, mit der man Kurvenschnitte machen kann. Kleine und feine filigrane Sachen und eben dann die größere zum Auftrennen. Das würde mir wahrscheinlich ziemlich gut gefallen, wenn ich das so in meiner Werkstatt stehen haben würde. Und wenn euch das Video gefallen hat und die Attica BS205-2, na dann lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, da freue ich mich wieder drum. Und eine Maschine habe ich auch schon mal ausgedacht, nämlich die Sheppach HMS 1080. Das Video dazu findet ihr hier oben. Und hier unten habe ich noch eins meiner beliebtesten Videos für euch. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß in eurer Werkstatt. Macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Euer Patrick. Servus.